Hallo und herzlich willkommen zu, wie heißen wir? Indiana Spook, genau, Tomb Raider, Teil so und so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube 6. 6, sie hat 6 gesagt. Klappe, blöd, Mann, ich kann dich nicht mal hauen diesmal. Mit Indiana Spooky und Sandy Croft. Oh, mein Mikro ist, glaube ich, heute ein bisschen laut, also nicht wundern. Ich habe das vergessen umzustellen. Ich habe eben noch eine Verschwörung aufgedeckt. Wieso? Sandy, lügt euch alle, die Sandy Croft. Warum? Hä? Das ist Treiben mit den Abonnenten hier treiben. Sie heißt gar nicht Sandy. Das D ist nur geklaut aus Nordys Wallpaper. Stimmt, ich heiße eigentlich Sengi mit G. Also das Penny. D ist eigentlich ein G. Und das ist echt extrem. ja, die klaut gerne Buchstaben. Deswegen genau. Ist auch ihr Lieblingsessen ist polnische Buchstabensuppe. Genau, mindestens. Alles nur geklaut. Ey, genau, ein polnischer, das Gemüsesuppe das heißt es. Das sieht jetzt laut wie mein Weizen auf. Ja, ey. Das heißt außerdem trotzdem polnische Gemüsesuppe ohne Fleisch. Das Fleisch wurde geklaut. Das dürfen aber nur Polen machen, den Witz, also nur ich. Wo ist denn meine Hacke? Ach, hier, mach mal ordentlich hier. Wie sieht's denn hier aus? Hallo? Wie bei den Assis. So, ich mach mal hier, ne? Kraut hin. Kraut und Rüben. Genau, Kraut. Bisschen Weed. Weed? Ja, voll unordentliche Macht hier. Oh, diese Glocke, ne? Diese Glocke. Geraucht. So, das warst du bestimmt heimlich auf dem Server hier, als ich nicht da war. So. Genau, was machen wir denn heute eigentlich Schönes hier, außer Gras anbauen, wollte gerade sagen. Ich würde sagen, wir machen es Steffen Baumgartner-Style. Oh! Scheiße. Schade, wie gesagt, ich hätte jetzt neue Shops, also wenn ich dich hauen könnte. Aber aus Gemeinheit. Stimmt, ich wollte ja das Haus weiterbauen, weil es sieht ja immer noch... unser Gras da oben ist ja wachsen, also unser Weizen. Dann kann ich dir endlich die Kacke da nämlich wegmachen. Cannabis-Shop auf. Und das, waren hier nicht mal Stufen? Hier hatte ich doch Stufen hingemacht, oder? Ist ja merkwürdig. Warte, ich hab welche in der Tasche. Hast du bestimmt keine. Geh mal aus mir raus, du Ferkel, ich seh nix. So, besser. Oh. Ich glaube, das war nicht so schlau, weil da der Ofen ist. Warte, den nehmen wir mal mit nach unten den Ofen. Oh, der bleibt eh oben. Das ist gut. Also, wo ist denn jetzt da? Das machen wir nicht jetzt weg. Das Eisen drin, das holen wir mal gerade raus. Das Doofe ist, wir müssen auch irgendwann die Lavaquelle umlegen, weil wir siehst du, wie mein Haus gebaut ist. Das muss ich echt hier um die Kante bauen, ne? Ah, das ist ja eigentlich kein Problem, das können wir ja machen. Da ist ja nichts Besonderes, dann ist ja nur Wasser und Lava, wo es zusammenfließt. Das kann, also da ist ja kein richtiger Aber du musst, hier. Siehst du, da muss ein Loch und da muss ein Loch und da muss ein Loch. Also du hast das letzte Mal falsch gemacht, denk dran. Na gut, ich wollte ja auch Obsidian bauen. Da muss ja still, da muss das Wasser, da muss die Lava ja, glaube ich, quasi dann stillstehen für Obsidian. Dafür kannst du ja die unten nehmen, da ist nämlich noch Lava, weil dann klaust du nachher unseren Steinmacher hier weg, ja? Ja. Mit deinem Kack da, mit deiner blöden... Oh, jetzt wäre fast wieder reingefallen. Ding, 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 wenn ich nicht was... Ich finde ja mein Chat so interessant. Wenn ich nicht gebe, dann soll ich gebannt werden. Als ich die Folge geguckt habe, die erste davon uns mit dem Black Dragon zusammen, da habe ich auch da unten mal ein bisschen im Chat rumgelesen. Das sind schon teilweise lustige Kommentare, weil vor allem der eine, der seine Insel verkaufen wollte. Was habe ich davon, wenn ich meine Insel, wenn ich deine Insel kaufe? Eine Insel! Aber hast du, na, ich habe dann noch gesagt, er will seine Insel sonst löschen. Ja, richtig. Ja gut, das habe ich ja bei der Aufnahme mitbekommen, aber das was da unten alles geschrieben ist, das habe ich so nicht mitbekommen. Ne? Oh, wie geil ist das denn? Wie heißt du? Der sieht doch den Namen, wenn er unten schreibt, oder? Ist schon witzig manchmal. Ich glaube, die sind auch nicht sehr alt. Obwohl, manchmal sind es die ganz Alten eigentlich, die so trotzig sind. Also die ganz Alten, das hört sich ja an. Also alle, die über 21, also älter sind als ich. So, jetzt hilf mir mal hier das Haus ein bisschen breiter zu machen, weil ich muss den Sand hier jetzt irgendwie wegkriegen. Achso, du wolltest die Kacke ja da machen, ne? Achso, das geht. Oh, du sag jetzt nicht, du brennst. Lebst du noch? Ja, das Wasser ist ja direkt neben dran. Oh Mann. Naja, aber das habe ich letztes Mal auch nicht vor Panik geschnallt, ja. Ach, ich bin da schon geil. Ich bin Lavataucher. Oh Mann. Ein Zertifizierter. Lavataucher? Ist das ein Beruf, ja? Einzige, was ich Angst habe, ist was verdient man da? Schlangen. Vor allem der... Oh, scheiße! Ja, der Indianer Spooky. Was ist denn jetzt passiert? Nix. Ah, ich dachte schon, du wärst abgesprungen. Aber ich muss da trotzdem die Erde wegkriegen. Ach, ist egal, jetzt hast du sie da. Mein Schirmjäger Sandy. Nee, ich bin ganz brav hier. Ich hab nur ein bisschen ausgelaufen. So. Oh, ist ein Half-Step hier. Muss ich auch wegmachen, den Dreck. Nee, aber was verdient man denn als Lavataucher?
Weil der erste Lohn, der ist ja richtig praktisch, die sparen ja richtig Geld, ne? Wenn du einmal getaucht hast, kommst du nie wieder. Einmal getaucht, nie wieder aufgetaucht. Genau, wie einmal, wie heißt das, die Werbung? Ach nee, die dürfen wir ja nicht machen, Einmal schade. gepoppt, nie mehr gestoppt. Genau, Pringles, nennen wir das mal. Ich habe es nicht ausgesprochen. Pringles ohne. Genau. Und Ach, als lieber Labertaucher, Hörer, also das Mann, der sehr rollen kann. Der gefährlichste Beruf der Welt. Genau, Labertaucher, ja. Ja, besser als Schlüppertaucher, ne? Was der Spooky sonst immer macht. Oh, das ist aber auch interessant. Ja, ich kenne auch jemanden, der den Beruf bestimmt total toll findet. Das ist wahrscheinlich auch genauso heiß wie der Lavataucher. Oh Mann. Übrigens, du hast mich noch in der letzten Folge sowas von blamiert am Ende, ja? Mit deinem, du bläst dir einen selber. Was? Ja. Oh, scheiße, das läuft mal wieder aus hier. Wo hab ich denn das gesagt? Ja, tja, ich merke mir alles. Erstmal hier, ne? So, jetzt haben wir ein Haus übrigens. Jetzt, wie ihr sehen könnt, ist der Papa Pedro diesmal wieder nicht dabei. Das war ja auch nur ein Gastauftritt. Demnächst folgt aber der Salival, denn ich hoffe, Quitschi Bu und andere Leute. Also, ich werde mal gucken, wen ich hier noch auftreiben kann, der hier mitmachen kann von einem kleineren YouTube. Weil wir schnell wechseln, der Kack hier. Das lassen wir jetzt da, genau. Und mal sehen, was draus wird. Das ist schon ganz witzig, wenn er mal so. Spannend. Kann man eigentlich irgendwie Seerosen vermehren? Ich weiß es nicht, vielleicht haben die ja auch Sex. Keine Ahnung. Was machst du da überhaupt? Irgendwie wird es immer länger hier. Du sollst es verlegen und nicht länger machen. Was wird länger? Na hier. Ach so, das die Lava, nicht das. Trottel. So, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt Fenster. Wir haben einmal Sand. Wow. Scheiße, wir haben wirklich keinen Sand, ne? Ich glaube, den Kaktus mache ich jetzt weg hier, ey. Haben wir ein paar Sterne eben gerade abgehabt. Haben wir Sand? Ich töte dich. Wir müssen, glaube ich, Sand kaufen irgendwo. Ich guck mal, wo man den Shop findet. Weil wir haben ja 100 Coins. Ich weiß gar nicht, wie man mehr Coins verdienen kann. Ich glaube, wenn wir Eisen und so verkaufen da. Ich hab gehört, man kriegt Sand, wenn man, wenn die Blondine in der Wüste am Staubsaugen geht. Der war gut, der war gut. Nicht. Ich geh mal gucken, ich geh mal shoppen gleich. Ich geh mal in die Wüste. Nein, nicht in die Wüste. Ich will nicht kaufen. Warte mal, ich baue mal den Baum vorher noch ab hier. Wir machen das mal hier im Papa-Pedo-Style. Na sag mal, warum wechseln wir so schnell? Ich überlege gerade, wie ich das jetzt mit der Lava-Quelle hier am besten anstelle. Ja, weiß ich auch nicht. Kann ich da auch nicht helfen. So viel Platz haben wir nicht. Ich müsste mal ein bisschen die Plattform noch erweitern vielleicht, ne? Genau, und der Quitschi-Booster, ne? Mein Style. Weil ich kann das auch im PC nicht. Achso, was denn? Ich rede von was ganz anderes, du komischer. Ah, auf der Kante rumlaufen und nicht runterfallen. Ach, du kannst es auf dem. Na, du musst bloß die Bück-Taste drücken. Ja, da komme ich aber nicht mehr an die anderen Tasten dran. Doch. Wie? Guck mal, ich kann, wenn ich das sogar kann, ja? Du musst ja auch einen PC zockern. Ja, ich kann sogar nebenbei noch die Sprachtaste mit dem Restteil meines Daumens drücken. Ich habe Controller-Hände, kann ich jetzt nicht runterfallen, hoffentlich ist das auch aktiviert. Das letzte Mal kam es mir so vor, als wäre ich trotzdem runtergefallen. Und das Geile ist, eigentlich dürfte ich gar nicht mehr meine Sprachtaste drücken können, weil die liegt nämlich direkt da drunter, aber ich drücke den Rest meines Daumens drauf. So, und lebe noch. Ich fasse es, ja. Haben wir eigentlich hier unten auch schon irgendwas drin? Nee. Ich mache uns mal Fackeln, weil wir haben hier echt, hier ist es echt dunkel, ne? Ja, ich sehe nur den Mond. Unter mir. Unter mir? Also. Ja, hier ist ein bisschen komisch hier oben. Achso, ich hab ja Fackeln. Oh, ich Trottel. Na. Ich muss mal echt hier, ne? Ein bisschen heller. Ja, klar, kann ich auch ein Licht machen. Echt. Wow! Was denn? Ich bin ja so schnell nach vorne gegangen. Oh, ich dachte, jetzt ist was gespawnt. Ah, eine Sprint-Trigge. Oh Gott. Nein, er wird alle sterben. Er ist nicht mehr geduckt. Er hat einfach das Ducken aufgehört. Wenn alle sterben, nur wegen dem Spooky. Okay, oh je, je, je. Noch mehr Fackeln, oder? Ne, die reichen immer noch nicht. Bing, 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 bing. Und gewonnen hat, wer heißt das? Regona, was? Regomarus. Oh Gott, ey. Vor allem, die Schrift kannst du kaum lesen. Ja. Schade, willkommen. Ich hab eben den Chat verpasst. Moment, ich muss mir das nochmal angucken. Wurde zurückgebackt. Man kann zurückgebackt werden, cool. Erik, komm. Ich hab 100 Coins auf dem Konto. Wie kann man da was verdienen überhaupt? Ich glaube, wenn du Sachen verkaufst, deswegen wollte ich doch gerade gucken, wo der Shop ist. Ich gehe mal gucken auf der Karte. Also ein bisschen habe ich ja noch dran gelassen an der Wand da. Hab mal irgendwas zu verkaufen, nee, ne? Na doch. Ich guck mal, man kann ja alles verkaufen. Stein, uch, na egal. Wir verkaufen einfach Bruchstein ein wenig. Und Gold. Ja, ein bisschen Gold.
Kaplapila, Zuli, 8. Lapis Lazuzici? Genau. Wir können auch Diamanten verkaufen. Wir verkaufen Melone, wenn es überhaupt geht. Ich werde gleich mal gucken. Weil das ist nämlich nicht auf jedem Server gleich. Mach mal das Ganze. Das würde mich auch mal interessieren, wie das mit dem Shop und so. Deswegen, was habe ich denn hier? Ein Sternlauch in der Tasche? Das wäre hier auch komplett gar nicht, dieses Geilblock. Ich habe das vorher, wie gesagt, auf einem anderen Server getestet, aber das war ein bisschen anders. Wie gesagt, da gab es auch ein Monster-Farm-Gebiet. Sechsmal pro Tag. Achso, du kannst übrigens voten, dann kriegst du Tokens. Was man damit machen kann, weiß ich auch nicht. Oh, ich habe die ganzen Schilder, glaube ich, hier kaputt gemacht. Du kannst zum Beispiel Tokens gegen Geld... Ich habe Schilder im Inventar, 3 Stück. Lade ohne Premium, bin ich zu viel. Was? Ja, ja. Scheiße, ich habe jetzt einen Teil von den Dingen. Ja, ich guck mal bei Hilfe. Hilfe. Ach, jetzt wollte ich sagen, geh mal bitte vom Stein runter. Doch, ja, geh mal runter, bitte. Warum? Weil ich die Lava nochmal aktiviere hier. Ich brauche noch Steine zum Aufbauen. Wie komme ich denn jetzt zum... Ich klicke mal Spawn ein. Da muss nämlich irgendwo ein Shop sein. Na toll, das ist ein bisschen Wahn, habe ich geschrieben. Botwana. Genau, jetzt bin ich nämlich in der Stadt. Nein, sie ist weg. Komm doch gleich nach. Was ist denn das hier? Escape Party Features, Monsterverhalten, Tiere, lala. Und hier irgendwo muss nämlich ein Admin-Shop sein, das baut ihr nämlich gerade noch auf. Ach, hier kannst du Gold, oh, ja klar, hier, Gold-Account kostet 20 Euro. Emerald kostet sogar 50 Euro. Nee, danke. Emerald ist doch der Smaragd, oder? Weiß nicht. Kenn mich da nicht aus. Ich suche eigentlich einen Kackshop hier. Warum laufe ich eigentlich mit der Facke rum? Okay, hier ist YouTube. Das haben wir selber, das brauchen wir nicht. Es ist ein bisschen unübersichtlich, finde ich, auf dem Server hier. Was steht hier eigentlich für ein Fuchs in der Mitte? Ach, den könnte ich hauen. Ja, ich fackel ja auch gleich ab, du Vogel. Piss dich. Er haut mich, versucht sich mir mit seiner... Ja, ich hole auch da. Arsch. Hör mal auf, sonst muss ich kommen, wenn der dich haut. Ja, da wollte Pia zockt, wollte mich hauen. Was auf die Schnauze. Ja. Aber ich suche eigentlich den Shop. Was hier ist, irgendwie kein Nungs und Schild. Hier sind überall nur so eine... Ja, zweimal Boot. Kies will ich auch nicht. Ich guck mal, was hier so ist. Ding, 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 ding. Und der nächste hat gewonnen. Ach, hier sind diese Vote Keys. Ich suche eigentlich den. Auch was gewinnen. Den Admin Shop. Was ist hier? Admin Shop. Wow, der ist aber leer, der Admin Shop. Hä? Ach, hier kann ich vielleicht anklicken. Cookie. Achso, da kannst du ja Cookies holen angeblich. Hä? Genau, da musst du 10. Boah, ist aber teuer. Ich bin wohl. Aber irgendwie schnalle ich den Admin und der ist ganz schön klein und vor allem nur Kekse. Mich verscheiß an. Verstehe ich nicht. Irgendwie ist das ganz blöd erklärt, finde ich. Na super. Jetzt habe ich auch noch für 10 Coins einen Cookie gekauft. Alter, kann man den irgendwie da loswerden? Ich muss erstmal gucken, wo man das findet. Ich habe ja Hilfe eingegeben. Aber da stand nichts. Das ist echt blöd gemacht, ne? Inselhelper, Chest Shop wahrscheinlich, Warp Boot. Ne, das ist doof, dass diese was in im Chat machen. Ah. Geld überweisen. Schade. Warte mal, ich gebe mal Warp Boot ein. Lol, jetzt steht hier. Um 6 Token. Ja, ich will ja nicht voten. Ich will den Shop besuchen. Und einen Keks, den schmier ich mir gleich an den Backen hier. Weil, den fress ich jetzt für 10 Coins. Das ist ja hab ich, wenn man nur 100 Coins hat. Ist ja doof gemacht hier, echt. Ich bin gerade. Kannst du aus dem Keks keine Kakaobohnen machen? weiß nicht. Ach, lass mich in Ruhe. Warum kriegst du echt nur überall Cookies? Was heißt denn mit der Kakaobohnen kannst du nämlich nochmal Cookies anpflanzen, weißt du? Ist mir egal. Ich will keine Cookies. Hm. Vor allem Cookies kann man nicht anpflanzen, die backt man. Ja, ich meine auch die Kakaobohnen. Ich suche trotzdem hier den Admin-Shop. Ey, das ist ein bisschen doof, ne? Dass man hier nichts verkauft. Man muss da hier irgendwo was... Ich kann doch nicht hier die ganze Zeit im Chat schreiben, ich verkaufe Sand oder kaufe Sand. Warte mal, kann man hier was klauen? Nee, schade. Was ist hier? Viele Köpfe fehlen noch. Was? Achso, da kannst du deinen Kopf hinkleben. Mit deinem Namen drauf, toll. Ach so, wenn du 50 Euro bezahlst, dann klebt dein Kopf hier, super.
Gut, dass ich Geil. keine 50 Euro habe. Ich will meinen Kopf nämlich behalten. Ach, jetzt bin ich beim Spawn gelandet. Na super. Zum Spawn. Was ist da hinten? Achso, da kann ich dich einladen. Das habe ich ja schon alles gemacht. Ich will einen Shop finden. Das ist ein bisschen doof. Ich bin jetzt schon genervt. Man merkt's. Boah. Ey, man muss doch hier irgendwo sein Pulver verkaufen können. Ja, man braucht ja auf jeden Fall irgendwie auch andere Sache, dass das überhaupt Sinn macht, ne? Das ja. Deswegen ist das. Das ist echt doof. Ich suche gerade mal, vielleicht steht das, weil am Spawn steht ja immer ein bisschen was. Leute, und wenn ihr Bock habt, vielleicht hier, dass die Serie auch noch, wir wollen ja nicht nur Skyblock unbedingt als Tomb Raider spielen, sondern haben auch überlegt, mal vielleicht Adventure Maps oder sowas zu spielen. Wenn ihr da vielleicht gute kennt oder sowas oder Vorschläge habt zu irgendwelchen Servern oder Dingen, die ihr spielt, dann könnt ihr das ja auch in die Comments mal posten. Genau, das wäre natürlich cool, weil wir, wie gesagt, wir mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil wir zocken ja hauptsächlich eigentlich Survival Mode, aber auch mal was anderes mit Tomb Raider wollen wir natürlich ein bisschen was anderes machen. Dafür haben wir, ja, ich hab so, übrigens jetzt vor allem so Abenteuer und so irgend so ein Kram, ne, sowas so ein bisschen spektakulärer eben. Cool, ich habe den Shop übrigens gefunden, Dorfbewohner-Shop. Nur bitte ohne Schlangen. Na toll, hier kannst du Emeralds gegen andere seltene Items tauschen, wollen wir nicht? Verkaufen, einkaufen. Verkaufen, was ist das hier? Eigener Chest? Ja, Emeralds kriegst du ja bestimmt auch hier zufällig durch Dings, oder? Weiß nicht, kostet... Diamant habe ich mal. Weiß nicht. Also es gibt ja noch einen Token-Shop, Haltbarkeit X steht da, oder Votelinks. Ja, aber diese habe ich jetzt gerade keine Lust, das passt doch irgendwie nicht. Ich gehe mal auf Verkaufen. Ah, okay. Cool. Ah, jetzt siehst du sogar, was, so wenig Zeug gibt's doch gar nicht, oder? Wie verkaufen? 3 Coins? Ich habe da auf Verkaufen geklickt. Achso, ich muss wahrscheinlich auf ich muss wahrscheinlich auf Kaufen klicken. Na super, wir kommen jetzt zurück. Das ist ja doof. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich kann das auch spielen, eigentlich, dass man, wenn man was verkaufen will, auf Verkaufen klickt. Einkaufen. Ach nee, Blöcke kaufen. Doch, war ich doch richtig. Ach, guck mal, du kannst Spawner kaufen. Cool. Revamped steht da. Was ist Spawner das? Ist ja cool für. Ja, aber ich weiß nicht, was es kostet. Steht so, nicht oder? Da. Pflanzen kaufen, Blöcke kaufen, Essen kaufen, anderes kaufen. Aber ich gehe erst. Ne, ich habe ja nur noch 90 Tokens, ne? Ich habe einen Keks gefressen. Ich geh mal auf, erstmal auf Verkauf. Aber oh, ich hat ja gut geschmeckt, wenn du schon unser ganzes Gehalt hier ausgibst. Warum kauft denn der? Ach, jetzt, ja. Ach, cool. Warum habe ich dafür jetzt nichts gekriegt? Hab doch gerade. Ich krieg das nicht verkauft, ne?